Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich euch herzlich beim neuen Projekt begrüßen. Wir spielen Cape Dev Tycoon. Ja, ich mache erstmal leise, weil für mich ist es gerade mega, mega, mega laut. Ja, Game Dev Tycoon. Habe ich ja in Zelda schon so ein bisschen gesagt, dass ich als nächstes Game Dev Tycoon spielen möchte, und das werde ich jetzt auch. Und ich habe ja auch schon mal einen Part dazu hochgeladen. Das ist jetzt eine Weile her, das war glaube ich im September. Und da habe ich gesagt, dass wir irgendwann vorher das Let's Play starten werden, vermutlich im Januar. Und hey, hier ist es! Ja, wir fangen gleich direkt an. Für alle, die dieses Spiel nicht kennen, es geht darum, seine eigenen Spiele zu entwickeln. Ist quasi eine Wirtschaftssimulation, und ja. Jetzt, als allererstes müssen wir unsere Firma benennen. Ich habe keine Ahnung, wie wir die nennen sollen. Da muss ich jetzt echt ein bisschen. Ich habe das letzte Mal, habe ich sie Wolfs Inc. genannt, aber das soll mal genau das gleiche nehmen, ist langweilig. Aber irgendwas in Sachen Furry. Ja, genau, SDSD. Das ist immer so eine schwere Sache, so das ist so der Anfang einer Firma finden. Ich würde einfach sagen, Furry Trash. Das klingt doch gut, Furry Trash, doch schön. So. Dann sind wir auf jeden Fall ein männliches Ding. Wir müssen müssen wie ein Furry aussehen. Wie sieht denn ein Furry aus? Auf jeden Fall nicht schwarz. Auf jeden Fall komische Haare. Und ja, das sieht mir sehr Furry-mäßig aus. Mach mal ein paar Hinweise mit rein. Ja, so, bevor ich jetzt vergesse, wir sollten vielleicht gleich mal anfangen, ein Spiel zu entwickeln. Game Dev Tycoon. Hier geht es darum, ein Spiel zu entwickeln. Wir haben erstmal ein paar Themen over to das Haustier. Digga, wir machen direkt Digimon. Wir machen direkt Digimon. Wir fangen direkt, wenn schon, dann schon. Wir fangen direkt Digimon an. Auf dem PC natürlich. Und ja, ist ganz einfach gesagt, hier geht es halt darum, seine eigenen Spiele zu entwickeln. Und das machen wir jetzt mit dem ersten Spiel Digimon. Natürlich tolle 2D-Grafik. Und ja. Was gibt's noch viel mehr zu sagen? Ich muss mich jetzt erst ein bisschen konzentrieren. Ich werde dann gleich ein paar Worte dazu sagen. So, beim Rollenspiel sind Story und Quest ganz schön wichtig. Gameplay ist auch recht wichtig. Die Engine ist so... Ja... Geht so. Also am Anfang sind wir es noch hier ganz alleine in unserer Garage und entwickeln ein paar Spiele. Je länger und weiter wir spielen, desto mehr können wir auch... Ich glaube, Dialoge jetzt nicht wichtiger ein bisschen. Würde ich schon behaupten. Level Design ist eigentlich auch wichtig, aber ja. Später können wir dann auch noch andere Leute anstellen, dass sie die Spiele nicht mehr alleine machen müssen und so weiter. Aber das baut sich alles so ein bisschen auf. Und ja, wir sind jetzt noch ganz am Anfang. Und ist generell so ein bisschen schwer zu erklären, weil ich das Spiel selbst noch nie wirklich viel gespielt habe. Und ja, naja. Ich hab's nur ein paar bei Wolle gesehen, da habe ich gedacht, ich habe irgendwie auch mal selber Bock, das zu spielen. Da habe ich gedacht, ja komm, da ich alles, was ich spiele, let's play, machen wir das doch hier auch so. Vielleicht noch ein Punkt in Technologie, oh, das ist schön. Noch was? Nein? Okay. Stellen wir es mal fertig, unser allererstes Spiel. Gut, okay, sind es keine neuen Rekorde, weil ich habe jetzt hier auf dem schon mal gespielt. Der Testpart, aber ich habe trotzdem jetzt ein neues Spiel gefangen, aber trotzdem ist da das Zeug noch mit drin. Eventuell hätte ich davor einen anderen Spielstand löschen sollen. So, wie sieht ein Digimon aus? Ja, Mensch. Geht so. Hat seine Momente. Eine 5. War auch unser allererstes Spiel, ne? Fairy Trash, ein Newcomer in der Spielebranche, hat kürzlich das Spiel Digimon herausgebracht. Das Spiel hat durchschnittlich Bewerbung bekommen. Wir sind gespannt, was Fairy Trash in Zukunft veröffentlichen wird. Jo, schauen wir mal. Nur eine große Umschweife, können wir gleich ein weiteres Spiel machen. Schule und UFO, ja, dann machen wir nochmal irgendwas mit Schule. Ein Abenteuerspiel in der Schule. Wir auf dem PC machen nichts, auf dem G64. Wir nennen das Spiel. Wie nennen wir das Spiel? Ein Abenteuerspiel in der Schule. School Days. Mit Ausrufezeichen, weil Ausrufezeichen machen alles besser. 2D-Grafik. Obwohl, das hätten wir ja auch fast textbasiert machen können, irgendwie. So. Von Digimon wurden 2037 verkauft. Wir haben es in den Charts auf Platz 34 geschafft. Ist doch ganz nett. Digimon mal so aufregend, dass wir nur 7 Fans haben. 7! Ah, krasser Scheiß. So, School Days. Also Engine machen wir nicht wirklich. Gameplay brauchen wir in Story Quest auch so. Wäre vielleicht noch ein bisschen weniger gegangen. So. Ja. Ein Abenteuerspiel in der Schule. Also das würde ich mir sofort kaufen, wenn es sowas gäbe. Kappa.
Das passt eigentlich auch so, oder? Obwohl, nee, bei Abenteuer brauchen wir mehr Level-Design. Und nicht so viel künstliche Intelligenz. Eventuell hätte ich noch ein bisschen weiter runter gehen können. Und ja, ist immer ein bisschen schwer, das einzuschätzen. Ich hoffe auch, ich verkacke nicht allzu schnell, weil ich würde schon gerne einmal ganz durchkommen, um ehrlich zu sein. Aber ja, schauen wir mal, wie das wird, ne? Schauen wir mal, wie das wird. Ich bin da ganz zuversichtlich und ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock drauf. Wenn ihr auch irgendwelche guten Spiele, Titel, Spiele, Kombinationen und so weiter kennt, könnt ihr mir die gerne unten in die Kommentare schreiben, ne? Schaut euch dann wirklich die Kommentare ordentlich voll zu hauen. Ich mache doch gerne mal ein Spiel, was ihr gerne mögt, egal ob es jetzt nur ein Titel ist oder auch so ganze alle möglichen Einstellungen und so weiter. Wir haben sogar Designer einen Rekord. Das klingt doch schon mal ganz gut. Dann veröffentlichen wir das doch gleich mal und gucken, was passiert. Spielbewertungen für School Days. Und ja, Mensch. Unterhaltsam. Ist doch okay. Noch eine 7, gutes Spiel. Dankeschön. Ja, das sieht doch in Ordnung aus. Eine solide 7, würde ich sagen. All Games fick dich in dein Scheißknie. So, sehr gut. Digimon ist schon wieder weg und wir haben schon das nächste Spiel in Startlöchern. Der immer nur vom Markt genommen. Es wurden 6000 Einheiten verkauft und 47.000 Umsatz erzielt. Das ist doch nett. Kann ich ja schon eine Engine entwickeln? Ich glaube, da muss ich erstmal forschen, ne? Genau, eine eigene Spielengine, dafür brauchen wir 50 Forschungspunkte. Ich möchte gleich direkt wieder eine eigene Spielengine entwickeln, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Das hat nämlich damals sehr, sehr gut funktioniert. Aber vielleicht doch mal ein neues Thema. Game Dev. Haha, Mystery. Dings, Wallo hat Surf Mystery gemacht und hat irgendwie das alles immer perfekt gekonnt und wusste, wie das geht. Aber ich habe keine Ahnung, wie Mystery geht. Aber, naja. Scooters hat mit über 10.000 verkauften Stück einen neuen Filmrekord aufgestellt. Ja, Mensch, war auch erst ein zweites Spiel. Das ist kein wirkliches Wunder. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Fairy Trash. Wuhu. Verkauft sich auch auf jeden Fall sehr gut. Wir haben schon recht viel Geld. Naja, Marktanalysen zufolge wird sich der Commodore 64 besser verkaufen als der PC. Mhm. Genau. Genau so ist es dann auch gekommen, Leute. Der Commodore 64 wurde viel häufiger verkauft. Deshalb haben wir heute alle PCs im Büro stehen und keine Commodore 64. Wir können Mystery machen. Dann machen wir das doch gleich mal. Rollenspiele. PC. Und wir nennen es die Chroniken von Kaino. Guter Name. So. Chroniken von Kaino. Wir gucken, was der kleine Wolf alles so erlebt. Rollenspinne. So. Ich werde wahrscheinlich hart verkacken, weil ich keine Ahnung habe, was genau Mystery ist. Aber auch mit Rollenspielgame, Rollenspiele sind einfach. Ja, Level Design. Ja, nee. Künstliche Intelligenz. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich hier wieder draus mache. Ob das wieder. Ich werfe viel zu wenig Technologiepunkte. Mach doch mal ein bisschen mehr Technologie, Sudo. Aber die Grafik ein bisschen höher und den Sound dafür runter. Ja. Auf jeden Fall haben wir demnächst 50 Forschungspunkte. Das wäre was Schönes. Vielleicht noch ein paar. So was von Magnum. Es wurde 18.001 verkauft und 131.000 Umsatz erzielt. Das ist wunderschön. Die japanische Firma Nintendo eine eigene Heimkonsole. Nintendo ist bekannt für das sehr erfolgreiche Arcade-Spiel Dinky King. Ja, das habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Dass Heimkonsolen ein Renner werden. Ach, bestimmt nicht. Heimkonsolen sind voll scheiße. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie weit dieses Spiel geht. Ob das jetzt schon bis zur Switch reicht. Aber auf jeden Fall reicht es bis zur PS4 und bis zur Xbox One. Noch ein Technologiepunkt vielleicht? Technologie? Nein! Dann halt Design. Gut, hauen wir es raus. Aber dafür beides mal ein neuer Rekord. Levelaufstieg in Dialoge und Spielwertdesign. Gucken wir doch mal, was die Leute so sagen. Los. Achso, jetzt zerstöre ich ein Spielbrech, das gut ist. Ich werde eine Spielewertung haben, genau. Chroniken von Kaino ist scheiße. Sie sollten Level-Design nicht vergessen. Okay, ich habe Level-Design vergessen. Danke für die Information. Zeigt Potenzial. Game Hero ist mal nett. Oh, wow. Und jetzt gibt All Games eine 7. Naja. Naja. Ja, wir brauchen noch mehr Forschungspunkte. Das ist schön. Ich habe die Chroniken von Kaino und bin von ihrem Talent beeindruckt durchgespielt. Ich bin der Autosammler. Wir könnten ihre Fähigkeiten gebrauchen. Ja, okay, da kann mir Auftrag an Land ziehen. Also Auftragsarbeiten. So, das Gute ist, Schule und Abenteuer ist eine große Kombination. Grafik scheint für dieses Spiel sehr wichtig zu sein. Engines scheint nicht so wichtig zu sein. Okay.
mach doch gleich mal die anderen Spielberichte auch noch von Digimon. Da waren nämlich irgendwie eine Sekunde, da kriegen wir schön viele Forschungspunkte, dass wir eventuell gleich eine Engine machen können. So, da ist die ganz tolle TES. Wuhu. Mit einem einzigartig tollen Controller. Yes. Wir werden sehr wenig für Nintendo entwickeln. Muss ich leider gleich mal im Voraus sagen, weil die sind in diesem Spiel leider die Verlierer. Wird das Hasbro-Spiel ist eine gute Kombination. Engine-Stein für diese von Spielen. Nicht wichtig zu sein, um Plattform-Schauer-Übergreifung, PC-Rollenspiele. Ist gut. So, und dann bitte noch die Chroniken von Kaino. Und dann machen wir noch eine Engine. Und dann machen wir das beste Spiel der Welt. Für die NES. Natürlich. So, die Grammatik beendet. Dann müsst ihr den Rollenspiel in großartigen Kombination. Spiel wird die Sensation für dieses vom Spiel sehr wichtig zu hören. Ich glaube, das hatten wir auch nicht voll drauf, ne? So, Forschung, eigene Spiele, Engine, ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe 50 Forschungspunkte. Träume ich nicht, Spiel. Und dann machen wir gleich direkt unsere eigene Engine. Wenn schon, denn schon, ne? Das hat in der letzten Folge, in der einen extra Folge auch gut funktioniert. Chroniken von Kaino wurde vom Markt genommen. Es wurden 10.226 Einheiten verkauft und 71.000 Umsatz erzielt. Ist doch auch gut. Jetzt warten wir eben, bis das fertig ist. Monatliche Kosten 8.000. Warum haben wir eigentlich ein Auto, das nicht benutzt wird? So, jetzt können wir eine eigene Engine machen. So, 2D-Grafik, Linear, selber, wir machen alles rein. Hoffentlich reicht unser Geld. Ja, ich glaube schon. So, und wir nennen die Engine... Kairen One. Genau. So, mehr können wir da gar nicht reinpacken, oder geht da noch mehr rein? So Sachen wie Sound oder so, geht er da noch nicht rein? Ach, wir haben noch gar nicht für die Engine erforscht, das war jetzt ein bisschen voreilig. Leider. Das war jetzt sogar schon fast ein bisschen Geldverschwendung, was wir da jetzt getan haben. Ja, das war ein bisschen doof. Kann ich das vielleicht rückgängig machen? Das Auto laden? Vor wenigen Sekunden? Als wir die Engine noch nicht gemacht haben? Nein! Kann ich... Scheiße. Vor 11 Minuten. Ja, das ist halt, bevor wir angefangen haben, ne? Ja, das würde ich auch nicht. Ja, dann haben wir jetzt halt verkackt. Weil eigentlich hätten wir jetzt hier vielleicht noch... Okay, wir hätten gar nicht mehr viel erforschen können. Gut, egal! Dann, ja. Egal, machen wir jetzt ein neues Spiel. Erforschen vielleicht auch nochmal ein neues Thema. Moment, ich sollte mich hier nicht verklicken. Wilder Westen, no Junge. Sport klingt auch toll. Wir können ein Sportspiel machen. Die Leute lieben Sportspiele. Lieben sie. Kappa. Wer spielt gerne Sportspiele? Außer niemand. Außer die größten Casual-Spacken der Welt. So, Sportspiele sind der Shit, Mama. Nein. Aber wir machen jetzt eins. So, wir machen ein Sportspiel. Simulation würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich glaube nicht, dass wir das für die TS machen. Mit dem Kairen. Und wir nennen das Spiel Home Run. Yay. 2D-Grafik V2. Und das beste Spiel der Welt. So, wir brauchen ein Sportspiel. Wir brauchen auf jeden Fall keine lineare Erzählung. Wir brauchen viel Gameplay. Wir brauchen das überhaupt nicht. Wir brauchen auf jeden Fall viel Gameplay, hallo. Und Engine auch gut. Story Quests bei einem Sportsimulationsspiel brauchen wir nicht. Ich brauche keine Story bei einem Sportspiel. Oh. Ja, wir brauchen auch das nicht. Ah, doch, das brauchen wir. Wir brauchen aber keine Dialoge. Wir brauchen das viel und das brauchen wir und so ein bisschen. Es ist ein Sportsimulationsspiel. Warnung, dein Konto ist im roten Bereich. Ja, ich mach doch gerade schon ein Spiel. Beruhig dich. Wir machen ja gerade ein Spiel. Hetz mich nicht. Hallo? Willst du weiterentwickeln? Wir kriegen kein Geld dazu, wenn wir kein Spiel machen. Ich würde noch ein paar Punkte haben. So.
Frontend und zweite Grafikfrau. Frau 2. Mhm. Brauchen nicht so viel Spielwert, viel Grafik und viel Sound. Soll ja realistisch sein, ne? Soll ja realistisch sein, wenn es ein Simulationsspiel ist. Sieht auch recht schön aus in den Rekorden. Macht die Bugs noch raus. Noch ein Designpunkt. Nochmal ein Designpunkt. Nochmal ein Punkt. Nein? Okay. Wir müssen es auch raus haben, weil. Minus. Neue Rekorde! Und über Levelaufstiege. Yay! Toll! Und wir können Spieltutorials erforschen. Mensch, Tutorials sind eine tolle Sache. Erste Bewertungen. Ja, auch wieder ganz okay. Oh, vielleicht sogar nervt. Oh, danke, Inform Gamer, die sind voll lieb. Nette Erfahrung. Und noch eine 7. Gut. Damit sind wir wieder im Rennen. Ja, war jetzt auch nur am Anfang kürzer, weil wir gerade nichts entwickelt haben. Oder weil wir halt gerade auch eine Engine gemacht haben. Sieht gut aus. Lass mal eben nochmal ein neues Thema erforschen. Alternative Geschichte. Yay. Wir können gerne mal auch. Obwohl, das ist dann auch wieder Strategie, ne? Komm, wir machen jetzt Flugzeug. Flugzeugspiele sind tolle Spiele, weil sie aus Flugzeugen bestehen. Und danach machen wir nochmal ein Rollenspiel oder so, was 0815-mäßig ist. Aber davor machen wir ein Spiel über Flugzeugen. Unsere Marktanalysen zufolge ist das vor kurzem veröffentlichte Spiel Home Run ein Überraschungserfolg bei den Spielern. Der Entwickler Fairy Trash ist ziemlich neu in der Spielebranche. Trotzdem erwarten wir gespannt, was er als nächstes entwickeln wird. Ja, ein Spiel über Flugzeuge! Woohoo! Tollstes Spiel ever. Nein, nicht Mystery. Warum kann ich das nicht auswählen? Hallo? Flugzeug? Achso, bin nur blind. Ein Action-Spiel mit Flugzeugen. Auf dem PC. Wieder mit Karen. Und wir nennen das Plane Wars. Ja, Plane Wars. Klingt gut. So. Die vor kurzem veröffentlichte Spielkonsole ist von Ventus ein Riesenerfolg. Ja, ich liebe die Spiele, die für PS erhältlich sind und das Spiel mit einem Controller macht viel mehr Spaß als mit Tastatur und Maus. Eigentlich hätte ich Plane Wars auch für die TS machen können. So! Ja, komm, die Erzählung können wir mit reinpacken. Dennoch ist Engine und Gameplay am allerwichtigsten. Storyquests ein bisschen, aber nicht viel. Aber wie gesagt, eine lineare Erzählung kann man reinpacken. Das ist okay. Das ist nicht so krass sinnlos wie bei einer wie bei einer Sportsimulation. So. Sehr schön. Keine große ganz viel Level-Design. Obwohl doch viel, viel Intelligenz. Und auch so ein bisschen Dialog. Ich sag so ein bisschen Story will ich mit drin haben. Nur so ein bisschen. Nur ein bisschen. Genau. Home Run macht gerade sehr, sehr schön viel Geld. Das ist toll. So, das passt eigentlich schon fast so. Obwohl Spielweltdesign bei Action. Ich würde eigentlich schon sagen, ja. Ich mach mal so. Keine Ahnung, ich glaube, das war doof. Haben wir mal vom Markt genommen. 23.500 Einheiten und 165.000 Umsatz. Läuft bei uns, Kinder. Läuft bei uns. Wir brauchen aber nachher eine bessere Engine. Ich glaube, dass wir die eine gemacht haben, ist gar nicht mal so schlecht. So, bitte mach die Bugs raus, mein Lieber. Mach vielleicht noch ein paar Punkte hin. Ja. Mehr Punkte noch? Nein. Okay. Gut. Man kann ja mal warten, aber dafür eine Rekordtechnologie. Ist, glaube ich, bei einem Actionspiel gar nicht mal so schlecht. Mono-Sound, das werden wir gleich erforschen, weil Mono-Sound ist toll. So. Oh. 8 Flugzeug-Dashes, eine sehr gute Kombination, ich weiß. Wunderschön, aber komm, der hätte mir eine Audio auch geben können. Warum gebt ihr mir alle nur eine 7? Danke, habe es tagelang gespielt. Ja, ist auf jeden Fall toll. So, darf noch mal ein paar Spielberichte machen. Das war einmal zu Home Run. Es ist ganz wichtig, dass wir alles Mögliche dazulernen. Aktuelle Stunden weisen darauf hin, dass ihr ein Spielkonsolen der Markt spezialisierte Spiele. Ja. Ja, ich mache gleich ein Spiel für Spielekonsolen.
Und man kann Zielgruppen erforschen. Das ist natürlich auch ganz, ganz toll, das kann ich sagen. Das Spiel ist für Erwachsene, das Spiel ist für Kinder, das Spiel ist für alle und so weiter. So, unsere Analyse nach Verkauf statt. Spannungssimulation gut, großartige Kombination und Level Design scheint für dieses Spiel sehr wichtig zu sein. Das wusste ich schon, aber danke. So, wie sieht's mit Plane Wars aus? Was sich gerade übrigens echt gut verkauft. Wuhu! Nice! Das sehe ich gerne. Nach dem massiven Erfolg der TS-Konsole ging Rhythm, dass nun auch Vena, eine andere, mir meine eigene Konsole in den Markt bringen will. Ist das schon Sony? Nee, Vena ist. Hier ist Sega Master System, ne? Ja, Sega Mega Drive und so Zeug. Flugzeug und Action, große Kombination, grafisch einfach dieses Spiel sehr wichtig zu sein und eine gute Übereinstimmung. Sehr schön. Dann erforschen wir erstmal Zielgruppe. Dann den Monosound und dann noch Spieltutorials und dann machen wir vielleicht sogar bald schon wieder eine neue Engine. Vielleicht. Vielleicht, aber auch nicht. Ich würde gern gleich wieder ein neues Spiel erstellen, weil das ist gleich schon wieder weg. Ja, welche Hauptzielgruppe dann Spiel haben soll. Genau. So, wir machen mal nochmal virtuelles Haustier. Obwohl, nein. Oder? Wir haben ein Gesetz. Komm, wir machen jetzt mal ein Gesetz. Abenteuer. Gesetz, Abenteuer. Ich würde sagen, für alle. So, sollen wir mal... Action, Fragezeichen, Abenteuer, minus, minus. Schade, ich hätte es nämlich auf dem TS gebraucht. Sonst dann nochmal auf dem PC. Wieder die Chiron Engine. Und wir nennen das Spiel Gesetz und Abenteuer. Police Academy. Klingt gut. 2D-Grafik V2. So, Gesetz und Abenteuer. Das klingt nach Spaß. Engine ist nicht so wichtig. Gameplay ist recht wichtig. Story Quest, ja gut, auch. Claim was wird vom Markt genommen. 28.100 und fast 200.000 Umsatz erzielt. Ich sage ja, das ist gelaufen. Ja, genau, Master V. Sega Master System. Werden wir nicht entwickeln für. Weil die sind eh ganz mehr vom Markt. So, Dialoge sind wichtig. Aber das ist nicht wichtig. Sega ist so wichtig. Okay, nein, nicht so, aber. So ähnlich. Es ist immer wichtig, dass man eine gute Balance zwischen den Linien hat. Außer das, wo 3 plus sind, das muss hoch. Ja, so funktioniert das Spiel. Ich hab's nicht verstanden, Mama. So. Ja, das sieht so schon sehr gut aus. Ja, also, das sieht doch schon mal gut aus. Auch die Punkte da oben gefallen mir sehr. Noch ein paar Technologie wären cool. Oh, danke. Oh, das ist auch gut. Oh, da natürlich, als welches Design ist natürlich auch wunderhübsch. Das ist auch wunderhübsch. So, würde sagen, das Spiel haben wir noch raus und das ist mit der ersten Folge auch schon gewesen. Dann ist die auch schon wieder ordentlich lange. Die nächsten Folgen werden dann wieder kürzer. Keine Sorge. Ich möchte nur noch eben wissen, wie das Spiel bewertet wurde. Genau, wir haben erste Bewertungen erhalten. Oh, 7. Und 7. Und 8. Oh, nice. Und 8. Das ist doch sehr schön. Das ist ein sehr schönes Ergebnis. Wie sich das Spiel dann verkaufen wird, werden wir in der nächsten Folge von Game Dev Tycoon sehen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt für Spiele, für Spielenamen oder wie man genau am besten für dieses und dieses Genre design, wenn ihr euch so ein bisschen mit dem Spiel auskennt, dürft ihr mal wissen. Da gerne in die Kommentare schreiben, würde mich sehr freuen. Und ja, ansonsten, wenn die Folge gefallen, würde ich sehr einen Daumen nach oben freuen. Link zu Places Projekt ist zu irgendwelchen anderen Dingen und zum Kanal in der Endcard. Und auch Social Media Links in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und ja, was gibt es denn da noch zu sagen? Außer tschüss, silly.